We humans share our habitat with many animals. One of those animals is the butterfly. More and more often, red admirals are found hibernating in storehouses and sheds in Germany. But that has not always been the case. These butterflies, which wear the colorful dress of imperial admiralty, used to cross the Alps every spring and only spend the summers in Germany. Thanks to global warming, though, they can now hibernate there. It is not easy to find one's way out again. Once freedom is regained, further challenges lay in wait on a completely different scale. For the butterfly, some parts of the German landscape are like an unforgiving desert. The environment has changed more in recent decades than ever before, so quickly that some butterflies can't keep up. Butterflies are a symbol of warm, sunny days, flourishing nature, and an environment in which to live the good life. Like the mild summer wind or the morning dew, butterflies belong to such a scene. But they often require very specific conditions to survive. There is still much to discover through research, as is the case with this hair streak. Markus Breu from Munich is a landscape ecologist and is looking for hair streak caterpillars. He wants to photograph them. In order to do so, he must first find them. Markus has his methods. Man kann Raupenkeschern sitzen relativ weit oben oft an den Pflanzen, die Bläulingsraupen. Markus is looking for the caterpillars of the Eider's blue, which live together with ants. The small blue butterfly can only exist where these specific ants occur. And Markus has already had a few adventures with them. Naja, die Raupen, die haben nur eins zu tun, fressen, fressen, fressen. Und die Ameisen, die versuchen es gegen Feinde zu verteidigen. Dafür geben die Raupen so ein zuckerhaltiges Sekret ab. Das gibt also gute Kohlenhydrate, gibt viel Zucker. Dann deswegen sind die ganz scharf auf das Zeug. Und die Raupen leben normalerweise an Schmetterlingsblütlern. Und nur in München gibt es das als Spezialität in einem Gebiet, dass sie an Sanddorn sind. Und das wollte ich fotografisch festhalten. Und da muss man leider eine Zeit lang stillstehen. Und das haben die Ameisen natürlich ausgenutzt und haben mich vollkommen überzogen mit ihren Tieren. Und da ist die leider auch mal ins Ohr gekommen. Aber das ist der Preis, den muss man zahlen. Ich habe damals für den Tagfalteratlas Bayern noch viele Fotos machen wollen und müssen. Vor allem auch von Raupen, denn die haben die meisten Leute nicht. Also Falter werden eher fotografiert, aber die Raupen und die Eier nicht. Und das ist eigentlich das Entscheidende, also ob eine Art da ist oder nicht. With this representative of the hair streak, the dusky large blue, everything depends on very specific ants and special plants. It lays its tiny eggs solely on the great burnet plant. From a distance, they are practically undetectable. As soon as the caterpillar has hatched, it disappears as quickly as it can inside the inflorescence. Once inside, the caterpillar eats the immature seeds of the great burnet for a few days. It grows until it is 6 millimeters long and has taken on the wine red color of its forage plant. After a bit more than a week, the caterpillar of the dusky large blue has eaten away the seed stalks and sets out for a radical change of residence. It exits the interior of the great burnet's inflorescence and looks down from a dizzying height. That is where it wants to go next. To do this, it first builds an anchorage out of caterpillar silk. Hungry ants are waiting below.
The dusky large blue caterpillar has attached itself to its anchorage and begins to rappel. The thread breaks, but the caterpillar lands softly on the moss that grows at the bottom of the wet meadow. It won't be long before the little caterpillar is found by the ants. The ants take it with them, carrying a Trojan horse into the depth of their colony. Perfectly camouflaged by scents, the caterpillar will now eat up a portion of the ant population over several months without being recognized as a predator. Then it will pupate and hibernate with the ants. The following year, the adult dusky large blue hatches from the underground anthills. But the wet meadows in which all of this takes place have almost disappeared. They used to exist at every dip in the river and in the river valleys. Because they are so wet in the spring, wet meadows were mowed late. Insects had time to develop. Today, most of the wet meadows have been drained and broken up, as we see here. But there are still some interesting butterflies in the gallery woods by the stream. Ralph Sturm, a primary school teacher from Lower Bavaria, is looking for the red underwing, a large moth that few people ever have the pleasure of seeing face to face. He plans to attract the nocturnal moths with scents and then wait for darkness. Jetzt fangen wir mal hier an, die Bäume für die Nacht zu beködern. Dazu habe ich hier einen zuckerhaltigen Brei angerührt mit Apfelmus, Hefe und Alkohol als Trägersubstanz. Und den bringen wir hier an den Bäumen aus. Das mache ich jetzt hier an dieser Stelle jedes Jahr, mitten in dieser Ackerlandschaft. Und man merkt schon, dass es den Tieren, den Insekten, vor allem den Nachtfaltern gelingt, hier auch der Landwirtschaft zu trotzen und gesunde Populationen zu entwickeln. Is Ralph trying to get inside the mind of a butterfly in order to track it down? Also Schmetterlingspsychologe ist schon übertrieben. Es macht einfach die Erfahrung, dass man nach all den Jahren versucht, Gesetzmäßigkeiten, Regelmäßigkeiten zu erkennen und abzuleiten. Also für mich gilt es schon als das jährliche Highlight jedes Jahr hier zu ködern und festzustellen, welche Schmetterlinge es gibt. Das macht mir einfach irre Spaß. Bevor man zu Hause sitzt, gehe ich lieber in die Natur, höre hier die Geräusche und schaue mir die Tiere an, die sich hier so in der Nacht bewegen. Und das sind schon ganz einzigartige Naturerlebnisse, die ich hier live erleben darf. At night, things do not stay as calm and peaceful as they looked in the afternoon. Es zieht ein Gewitter auf, kann recht ungemütlich werden, aber auch interessant. Und es sorgt für erhöhten Nahrungsbedarf bei den Nachtfaltern. Die wollen sie jetzt so richtig satt trinken. Also der Wind hindert die Nachtfalter nicht am Landen. Ralph is confident that he will find one of his favorite moths. He can predict the behavior of these animals quite well, because he has been enthusiastically pursuing them for years. Mein erstes rotes Ordensband habe ich mit 12 oder 13 Jahren gesehen. Bin ich am Wochenende abends mit einem Freund in einen kleinen Wald geradelt und haben auch den Köder ausgebracht. Und ich weiß noch, als das dann die Flügel aufgemacht hat und uns dieses Rot entgegenstrahlt ist, da waren wir beide so perplex, dass wir überhaupt nichts sagen konnten. Also wir haben das überhaupt nicht kapiert, nicht realisiert, dass jetzt dieses Tier, das wir schon lange suchen, endlich vor uns sitzt. The thunderstorm is approaching and there are still no moths in sight. What keeps a butterfly lover like Ralph roaming the riparian forest at night in spite of the wind and the rain? The moth he's looking for is a kind of childhood sweetheart. And as with any real love, adverse circumstances don't matter. Quite the contrary. Da sitzt jetzt das erste. The sweet temptation worked.
Die Anzahl der roten Ordensbänder ist variiert. In manchen Nächten sind nur einzelne da. Und zur Hauptflugzeit, wenn also alle, die meisten schlüpfen, dann können da auch einmal 20, 30 sitzen. Es hat sich hier in dem Gebiet so bewährt, dass zur Hauptflugzeit in einer Nacht so circa ein Dutzend findet man. Und das nimmt dann nach 14 Tagen wieder ab. Also das richtige Maximum ist Mitte August an 2, 3 Nächten erreicht. Dann kommen auch die natürlichen Feinde, die Fledermäuse, und die fangen die Schmetterlinge, die hier an den Köder wollen, natürlich auch schon aus der Luft weg. Die Geschichte hier ist ganz witzig. Ich bin hier öfter mit dem Rad gefahren und habe eines Tages ein überfahrenes Ordensband auf dem Sandweg gefunden. Und dann wusste ich, die gibt's hier. Und in dieser Nacht bin ich dann vor fast 20 Jahren das erste Mal rausgekommen und habe tatsächlich einige gefunden, nachgewiesen, und seitdem bin ich jedes Jahr im August hier. The enthusiastic entomologist, insect expert, contributes a great deal to the knowledge about the population of local butterflies on a voluntary basis. It is an important task. And the underwings are not the only special moths in the gallery woods. Other unusual butterflies also travel through this habitat. The back end of a small caterpillar protrudes from an old dried honeysuckle leaf. The tiny larva of a white admiral is hibernating in its ochrea. Now it leaves its hiding place and has only one objective: eating. Honeysuckle leaves naturally. Spikes on its head and branch thorns on its body serve as a defense against predators. And its camouflage makes the caterpillar harder to spot. It only attracts attention when it moves. During the honeysuckle's blooming period, the white admiral caterpillar is full grown and searches for a place under a leaf where it can pupate. At first, the pupa of the white admiral remains green with shiny metallic spots. Thanks to this shape-disrupting form, hungry birds can hardly recognize it. Just 2 weeks later, shortly before hatching, it looks like a villain from a well-known science fiction epic. The full-grown white admiral looks far less martial. The tangle of climbers and twiners in the gallery woods is also home to other butterfly caterpillars. They rely on a different set of tricks in order not to be eaten. The larva of the comma butterfly has large white spots on its body. Because it looks like a walking blob of bird droppings, it is left alone. Other caterpillars have stinging hairs that make touching them uncomfortable. They don't have to worry as much about camouflage. Who wants to eat a caterpillar that is as hairy as that of the poplar dagger moth? The caterpillars of the poplar lappet also have long stinging hairs, meant to spoil the appetite of attackers. They roam freely across the leaves of poplar trees, looking for the best places to stuff themselves. At 8 centimeters in length, the poplar lappet belongs to the largest caterpillars in the gallery woods. But where many plump caterpillars develop, even ones with stinging hairs, enemies also soon appear. The large forest caterpillar hunter, for example. Hairy caterpillars that live in trees are the specialty of this rare ground beetle, which, despite its considerable size, is an excellent climber. Thank you.
A single forest caterpillar hunter eats 400 caterpillars in one summer. Foresters therefore consider it to be a beneficial animal. Because nutrients from the rivers get washed into the gallery woods during floods, many nitrogen-loving plants thrive here. The nettle, for example, an extremely tasty plant for both humans and butterflies. Organic acids, essential oils, vitamins, potassium, calcium, and salicylic acid, all of these are contained within the nettle leaf. The caterpillars of the European peacock butterfly need all of this for their development. European peacock caterpillars prefer to stay in large groups. They graze stinging nettles as a herd until hardly anything is left. But as elsewhere, when a species occurs in large numbers, predators will appear sooner or later. The caterpillars are being observed by a singer. The swarm effect is meant to protect them. Their motto is, he'll probably get the other guy. The barred warbler brings one European peacock caterpillar after the other back to its nest. They are enough after all. The world of butterflies still seems to be largely in order in the gallery woods. But the death of insects is on everyone's lips. What's the situation in the fields and mountains? That is where the landscape has changed the most in recent years. Do you simply have to take a closer look outside the gates of towns and villages, or perhaps use bait to discover the diversity of butterflies? Markus Breu looks closely. Ja, ich komme mit dem Zug aus München, mache ich immer so. Ich gehe jetzt ins Klosterland, weil ich da Flächen anschauen soll, was da an Tagfaltern fliegt. The monastery wants to preserve butterflies on its property. Markus is asked to assess the development of the stocks. He is considered one of the leading experts in Bavaria. Ich habe eigentlich so Mitte der 80er Jahre ungefähr angefangen, mich mit Tagfaltern zu beschäftigen. Und dann kam ein Buch heraus, nämlich vom Sepp Weidemann, den ich auch persönlich dann kennenlernen konnte, über Tagfalter. Und der hat das erste Mal eigentlich alles mit tollen Fotos, auch die Raupen und die Eier und die Puppen, abgebildet. Und das war also eigentlich der Anlass, da tiefer einzusteigen. Markus used to carry heavy identification books with charts and tables in his backpack. Es war die einzige Möglichkeit, weil es war die einzige wirklich gute Literatur, die Tiere im Gelände zu bestimmen, sicher zu bestimmen und nicht alles mitnehmen zu müssen, weil ich habe keine Schmetterlingssammlung. Man ist natürlich Schmetterlingssammler. Das ist ja ganz klar, man sammelt ja alle Eindrücke, mit denen man konfrontiert wird. Das ist, wenn man bei jedem Spaziergang, beim Radfahren, wann immer man auf Schmetterlinge trifft, nimmt man die Eindrücke und notiert auch die Vorkommen. Das ist ganz klar. Das Sammeln aus der Geschichte ist natürlich schon wichtig, weil man dadurch historisches Datenmaterial hat. Es hat ja früher nicht die Möglichkeit gegeben, des Fotografierens, des Speicherns auf irgendwelchen Datenträgern, sondern es war die Möglichkeit, über Präparate festzustellen, was gibt es für Tiere, wo gibt es die und in welcher Häufigkeit gibt es die. Und als die Naturflächen, die naturnahen Flächen, einfach nur verbreiteter waren, spielt das auch keine Rolle. Denn der Sammler arbeitet selektiv. Er sucht sich ganz bestimmte Exemplare raus, nur zur Dokumentation. Of course, Ralph knows the exceptions. Wenn man jetzt diese Menge an Schwalbenschwänze sieht, dann erscheint es erstmal so, als hätte man hier ganze Gebiete leer gesammelt. Man muss aber wissen, solche Sammlungen entstehen über 10, 20, 30, 40 Jahre. Und wenn man hier pro Jahr nur ein oder zwei Exemplare entnimmt, es hat also nichts mit Absammeln zu tun oder Arten vernichten, dann im Laufe der Jahre entwickelt sich so eine Menge. Der Lebensraum ist das entscheidende Moment
Ich denke, man muss das ein bisschen relativieren. Es ist nicht der Sammler oder die Sammlung, die die Tiere seltener werden lässt oder kaputt macht, sondern es ist die Lebensraumzerstörung. And this destruction continues every day, as seen here, where a new motorway is being built through the Isen Valley. The consequence? Several dozen insects die for every kilometer driven by a car, and in summer, that number reaches several thousand. The more than 60 million vehicles registered in Germany cover an annual distance of more than 700 billion kilometers. The number of insects killed, whether common or strictly protected, is almost immeasurable. And the number of streets and cars is growing. These roads increasingly run through landscapes in which fewer and fewer insects live. Cabbage whites flutter over sweet-smelling rapeseed fields, an example of the end of diversity. Where there used to be colorful hay meadows, full of diversity, today they are fields and intensive grassland. Dandelions and daisies are a sign of the frequent use of fertilizer. The search for insects in such meadows is all too often fruitless. Farmers have no choice. Either they intensify production, or their work is unprofitable. Intact and species-rich grassland has itself long been on the environmental red list. These conditions make it increasingly difficult for meadow butterflies to survive. Individual butterflies are already exposed to enough natural hazards. The wasp spider actually builds its web to catch locusts, but it isn't choosy. The fate of this red admiral appears to be sealed. But with all the fidgeting, the spider can't deliver its deadly bite. Butterfly's wing scales are ultimately its salvation. The Red Admiral has lost some of its color, but escaped with its life. Meanwhile, among the intensively cultivated areas and lean meadows in the countryside near the monastery, Marcus still finds areas that buzz with life. He sees the difference immediately. Ich kenne eine zum Beispiel seit 1996, eine sogenannte Streuwiese. Auf der hat sich tatsächlich nichts geändert. Also es sind immer noch dieselben Arten drauf wie damals in denselben Häufigkeiten. Ja, also mein Job ist jetzt, Transekte abzulaufen. Ja, das ist also mehr oder weniger eine Linie, aber man registriert dann 2,5 Meter auf der einen und 2,5 Meter auf der anderen Seite und 5 Meter vor einem alle Falter, die da durchfliegen, die schreibt man dann auf, beziehungsweise ich habe da schon vorbereitet die Liste, wo ich bloß Striche machen brauche, weil sonst wäre das manchmal ein bisschen zu viel des Guten. Es geht dann doch relativ schnell und man hat oft 10 Falter gleichzeitig im Blick, dann wieder gar keinen, das wechselt halt so. Also man muss sich eigentlich daran konzentrieren. Ja, das ist jetzt ein brauner Waldvogel oder Kaminkehrer, es gibt mehrere deutsche Namen. Markant sind die Zeichnungen hier die Flecken, 3 und versetzt dazu 2. Und wenn ich Führungen mache oder Praktika, dann sage ich meinen Teilnehmern immer, das ist der Fußballfalter, da steht es gerade 3:2. Das können sie sich immer gut merken. Along with the football or ringlet butterfly, other treasures also appear on the monastery meadow. Der große Falter, den man hier rumfliegen sieht, das ist der Riedteufel oder Blaukernauge. Das trifft es eigentlich besser durch die schönen blauen Flecken, die er drauf hat. Das ist wirklich eine Zielart hier. Also man kann sagen, es ist einer der großen Erfolge, dass sich die hier angesiedelt hat.
Die verträgt eben nur Bestände, die einmal im Jahr spät gemäht sind, die relativ mager sind. Aber die Raupe frisst alle möglichen Grasarten magerer Standorte, sodass sie hier zum Beispiel genügend Möglichkeiten hat. Preserving this kind of butterfly habitat means rarely mowing and above all using very little fertilizer. This is known as extensive management. But there is not much money to be made with such a meadow. Marcus knows that, of course. Farmers cannot be expected to work as they did 100 years ago, when practically every meadow was a butterfly meadow, because it was only mowed once or twice a year. You can't always tell how valuable a meadow is at first glance. Germany's rarest butterfly, the false ringlet, lives in this one. Its larva only eats certain grasses and cannot tolerate regular mowing. The false ringlet has only survived in one area in Bavaria, in a few unfertilized and carefully guarded wet meadows. Even extensive meadows in dry locations are disappearing, along with a special plant and animal species that live there. A study by the Federal Agency for Nature Conservation has shown that over the last 3 decades, the so-called mesophilic grassland, meaning flower-rich farmland, has declined by 98%. It is thus no wonder that once very common butterflies, such as the marbled white or the false ringlet, can hardly be found today. Four-fifths of German meadow butterflies have disappeared. They have become rare or gone extinct. Images like this are an exception these days. Where energy plants like corn grow to the horizon, the humming and chirping has disappeared from the landscape. More than 1 million hectares of meadows have been cultivated in Germany in the last 30 years, often to grow corn as a renewable energy source. This also applies to the teacher Ralf Sturm's Lower Bavarian home. The only way to resolve grievances is to clarify them. And from his own experience, Ralf knows how formative experiences can influence consciousness. He therefore wants to get children to be enthusiastic about butterflies, and he hasn't forgotten how it all started for him. Das eigentliche Schlüsselerlebnis, warum ich das dann auch schulisch verknüpfe, war ein Grundschullehrer von mir, der mich beim Schuleschwänzen erwischt hat, denn die Admirale im Pfarrersgarten haben mich an den Herbstastern haben mich mehr interessiert als der Schulbesuch. Ich konnte natürlich damals nicht abschätzen, dass mir mein Lehrer vom Fenster aus zusieht. Und er hat dann runtergeschrien, ich soll sofort in die Schule kommen. Und diese 50 Meter vom Pfarrersgarten zum Schulhaus, das war also wirklich eine lange Strecke, weil er mich auf wirkliche Schimpftiraden eingestellt hat. Ich war sehr positiv überrascht, als er sich eher für die Schmetterlinge interessiert hat. Und er hat mich dann aufgefordert, die doch einfach mit in die Schule zu bringen. Und so habe ich gemerkt, wenn hinterfragt wird, warum man etwas macht, dann kann das durchaus auch positiv werden. Und das versuche ich da in meinem, als Lehrer eben auch den Kindern weiter zu vermitteln. Today, the butterfly teacher is on duty at the primary school in Dorfen, an upper Bavarian town east of Munich. He is teaching the children about the world of butterflies. Was haben die noch gemeint? Jasmin? Dass jeder einen Körper hat und einen Kopf. Aha. Und Beine. At first, skepticism prevails. Der hintere Teil heißt einfach Hinterleib. But little by little, the ice breaks. Wer ihn angefasst hat, kriegt morgen grüne Haut und rosa Punkte. Soon the children are fully involved,
painting and crafting butterflies from memory. Gut, ganz gut. Jetzt kannst du weitermachen. Schaut gut aus, eine richtige Künstlergruppe. Ich liebe sowas bei Kindern, wenn sie sich einfach einmal hingeben und scheinbar nichts tun und so viel machen. Wenn das nicht so hinhaut, kein Problem. Gell? Das ist unmöglich genauer zu machen. Das darfst du ruhig so lassen. Das wissen die anderen auch, dass das sehr schwierig ist. This requires knowledge that was not learned in school. It soon becomes clear who has parents and grandparents that can explain nature to them. Over and over, Ralph realizes that some children have a lot of knowledge. It's almost always those whose families have regular contact with nature and animals in their free time. Most of them know the European peacock butterfly from their own gardens. Or the small tortoiseshell, also a typical garden butterfly. The map butterfly also belongs to the butterflies that love the nectar found in garden flowers, just like the Red Admiral, who likes to be close to people all year round. Children encounter these species on their way home from primary school in Dauphin, because they walk through a small town with a lot of greenery, and many have a garden at home. Even in well-tended gardens, there are always a few areas where nature can unfurl itself. Flower beds and herb gardens attract butterflies. Many butterflies from the south also zip around the houses here. For example, the hummingbird hawk moth. The broad-bordered bee hawk moth, just like the hummingbird hawk moth, could be mistaken for a hummingbird. If a few nettles are allowed to grow in one corner of the garden, one can even trace the entire life cycle of some butterflies. A female Red Admiral just laid an egg on the leaf of a stinging nettle. In about 10 days, the Red Admiral caterpillar will be ready to hatch. Once it has freed itself, it spins a hiding place for itself, right next to its birthplace. Time to eat. But as soon as a caterpillar starts nibbling on a plant, the plant next to it perceives the vibrations that arise from the chewing. If the plants that have listened to the caterpillar feeding are later attacked by caterpillars themselves, they have been warned in advance and can quickly produce antibodies. Thus, the caterpillars must keep wandering about, always finding new places to eat. Shortly before pupation, the Red Admiral caterpillar uses a leaf to build a bag-like hiding place. In there, it is better protected from the eyes of hungry birds. Caterpillars always carry their sewing tools in form of spinning glands on their mouths. Finally, the caterpillar sheds its skin for the last time and turns into a pupa. It will hang motionless among the nettle plants for 11 days before emerging as a butterfly. The small tortoiseshell, whose caterpillars also only feed on nettle leaves, also like to pupate under a nettle leaf in the garden. A few hours later, the small tortoiseshell pupa has hardened. Now it resembles a metal sculpture, more than the development stage of a butterfly. Such common garden butterflies have adapted to nutrient-rich plants such as nettles. That's why we still frequently encounter them. Less than 2 weeks later, the butterfly hatches. Anyone who has observed such a miracle in their own garden has probably forever fallen in love with their six-legged friends.
As an insect, the small tortoiseshell has an exoskeleton that has to harden in the air into its final form. Only once its body and wings have dried and solidified can it finally fly away. The freshly baked butterfly has to fill up with nectar as quickly as possible to regain its strength. The small tortoiseshell thus flies out into the countryside, where there are, or should be, meadows full of flowers. These meadows are still full of life. Teacher Ralf Sturm takes children out of the classroom again and again to observe butterflies. Die Kinder und Jugendlichen von heute wachsen in der Tat ein bisschen naturfern auf, nicht alle. Sie suchen die Natur und ich stelle immer wieder fest, auf Exkursionen oder auch im Unterricht, dass da eine ungebremste Faszination wäre, wenn man sie denn machen ließe. Aber es ist heute alles reglementiert, es ist viel verboten, man darf nicht mehr in jede Wiese gehen, man wird schon krumm angeschaut, wenn man mit einem Schmetterlingsnetz rumläuft und das schreckt natürlich ab und hält dann auch von dieser Arbeit ab. It is important to encourage the children's enthusiasm. Es ist tatsächlich so, dass in Sammlerkreisen der Nachwuchs fehlt. Es gibt keine jungen Leute mehr, die sich damit befassen, die sich da rausstellen, die also das untersuchen wollen, obwohl es nie leichter war als heute. Denn über jedes Smartphone kann ich halt sofort Arten bestimmen, ich kann Wissen erwerben, ich kann das Wissen anwenden. Ich brauche also nicht lange in Literatur blättern, sondern ich kann draußen im Feld an Ort und Stelle im Prinzip nachschlagen, was ist das. Nevertheless, being enthusiastic about nature is not considered cool these days. Der flattert nicht so und segelt nicht so, sondern eher wie eine Libelle schwirrt der, weil er so dick. Und das ist wieder ein anderer. What has also all but disappeared are adults, parents and grandparents who are familiar with the local flora and fauna and not only impart that knowledge to their children, but also infect them with their own enthusiasm and with indignation regarding what is being lost. Da fliegt der Ameisenbläuling. It takes a trained eye to perceive the changes, to see which butterfly species are becoming more rare or to understand the ways in which the landscape is changing. In places that have changed less, rarities from the realm of butterflies can still survive. For example, in forests. The woodland brown. It depends on light-flooded forests. In dense forests, however, it cannot exist. The purple emperor is another example. It also loves light-flooded forests, where the trees are so far apart that the treetops do not form a closed roof, and sunlight and heat reach down into the forest interior. The speckled wood also prefers light, warm forests. The comma butterfly is not choosy about its habitat, but the nest of a black stork is simply irresistible. Stork excrement is full of dissolved minerals. Many forest butterflies are keen on these minerals. From the top of the forest to the herbs that grow at the foot of the trees, where sunlight can reach the ground, the forest is populated by butterflies. At least where it has not been cultivated as a rank and file monoculture. Studies with meticulous censuses have shown that a diverse array of butterflies still live in our forests. There have been some losses, but the decline in species is not as dramatic. The dying off of insects, therefore, is less of an issue in gardens and forests. The field meadow, the rural cultural landscape, is the one most affected. And what about the city? Are there any noteworthy butterfly occurrences here? Markus Breu is out and about again, searching for butterflies. Ich bin auf dem Weg zur Allacher Heide
Das ist ein Gebiet, das kenne ich schon sozusagen aus meiner Kindheit und habe es immer wieder über die Jahrzehnte hin besucht. Das ist eines der artenreichsten, an Schmetterlingen artenreichsten Gebieten in München. Und da kann man immer wieder mal auch was Neues finden. Vor ein paar Jahren hat ein Kollege von mir zum Beispiel hier eine neue Art gefunden, die in München schon lange ausgestorben war und anscheinend wieder besiedelt hat. Lean grasslands, a distinctive feature of Munich? Für mich ist das auf jeden Fall ein ganz besonderer Lebensraum. Das prägt eigentlich München und trägt zur Artenvielfalt in München einen ganz wesentlichen Teil bei, diese Magerrasen. But not many remain. Die Flächen werden beobachtet, aber nur von der Entwicklung der Vegetation her. Dafür ist Geld da. Aber jetzt alle möglichen Artengruppen damit einzubeziehen, das wäre zwar wirklich schön, aber das kostet natürlich auch wirklich Geld. Das muss man schon so sehen. Und das wird heute halt nicht in der Menge zur Verfügung gestellt. Bisher leider. It may sound astonishing, but the moorlands close to the city are home to a biodiversity that barely exists outside of the city, in the countryside. Lean meadows grow on the calcareous gravel that was deposited here by glaciers in the last ice age. Because the fertilizers and agricultural poisons were never sprayed on the land, these dry grasslands are among the most species-rich areas in Bavaria. The gorging moorland, just outside of the city, is one of the greatest natural treasures in the whole of Germany. Die Söhne und Enkel sollen noch die Möglichkeit haben, Gebiete zu haben, in denen es nicht bloß zwei oder drei Tagfalterarten gibt, so wie am heimischen Flieder, sondern eben, wo man Neues, wo man mehr entdecken kann. Und das ist eigentlich das Wichtigste, denke ich, dass man das auch für die Menschen erhält, nicht nur für sich selbst. Das hat natürlich ein Eigenrecht, die Natur hat ein Eigenrecht und jede Art hat ein Lebensrecht aus meiner Sicht. Aber es ist nicht zum Schaden von den Mitmenschen, solche Flächen zu schützen. There are many arguments that can be made for opposing the disappearance of insects. Die Insekten an sich sind eine der wichtigsten Biomassen überhaupt. Sie sorgen für die Bestäubung der Blüten. Sie vermehren sich ungebremst. Sie sind also Energielieferanten für alle übergeordneten Tierarten. Und wenn die einmal verschwinden, dann ist die Frage, wie geht's weiter? Also wann bricht diese Nahrungskette ein? Und ich denke, man soll nicht immer nur wissenschaftlich oder ökologisch, biologisch reden, sondern man soll auch einmal wieder ein bisschen genussvoller denken und sagen, es ist einfach schön, wenn ich eine Blumenwiese sehe, wenn ich einen Schmetterling sehe. Warum kann ich mir nicht Zeit nehmen und mich mal hinsetzen, an Kindheitserinnerungen denken und das genießen, einfach nur genießen, dass das noch da ist.